So, herzlich willkommen beim Überprüfen des Performance-Tests. Grundsätzlich ist es so, ich habe ja gerade vorher das aufgezeichnet, wie ich Elemente anlege, einmal mit Cloud-Server, einmal ohne Cloud-Server. Ich gebe das einfach wieder und werde dann jeweils unterbrechen, dass wir uns die genaue Zeit anschauen können. So, herzlich willkommen zum Performance-Test von Enterprise Architect. Ich habe hier eine Datenbank, die in der also ungefähr 8200 Elemente beinhaltet als Attributen in einer SQL Express Datenbank. Diese SQL Express Datenbank ist verbunden über das Cloud Service, das Pro Cloud Service mit dem Enterprise Architect. Das ist das ER Example Model, einfach als Referenz, dass man es leicht nachvollziehen kann. Ich habe hier eine View und ein Diagramm angelegt und ich möchte ein Element auf dieses Diagramm legen. Dazu starte ich jetzt die Stoppuhr und ich werde dieses Video nachher wieder abspielen, um zu vergleichen, wie die Performance ausschaut. Also Start. Wir nehmen jetzt ein Requirement. 1, 2, 3, los! Das Element ist in wenigen Sekunden angelegt worden. Wir können natürlich auch andere Elemente nehmen, die vielleicht schon existieren, vielleicht auch mehr auf einmal. Einfach mit Drag and Drop hier hineinziehen. Dann werden die automatisch angelegt. Wir haben hier diese automatische Layout-Funktion, wo wir einfach immer schnell die Diagramme. Also vielleicht, um das nochmal zu verdeutlichen. Die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Elemente haben wir innerhalb von 1,49 Sekunden automatisch angelegt. Und das auch nur, wenn ich schnell genug geklickt habe. Wenn wir jetzt den Taschenrechner heranziehen, das waren jetzt 8 Elemente, wie gesagt, 1,49 Sekunden dividiert durch 8. Also im Schnitt 2 Zehntel mit all den Messfehlern, die dazugehören. Und das in einer Situation, wo der Enterprise Architect über einen Cloud-Service, über HTTP mit einem SQL-Server spricht. Das ist einmal so als erster Indikator. Das Anlegen eines einzelnen Elements war in der Kategorie nicht messbar. Müsste ich jetzt wieder zurückspulen. Können wir auch machen. Wozu haben wir es da auch? Noch ein Stückchen zurück. Wir haben jetzt gleich nochmal messen. Sprich, ich lasse das jetzt nochmal laufen. Sobald ich sage 1, 2, 3 los, werde ich hier die Stoppuhr also laufen lassen. Start. Wir nehmen jetzt ein Requirement. 1, 2, 3, los! Das Element ist in wenigen. Also ich kann gar nicht schnell genug klicken. Vorher war ich bei 0,27. Andere Elemente, vielleicht schon existieren. Aber ich glaube, je mehr Elemente einmal man nimmt, desto besser ist dann auch nachvollziehbar. Und Drag and Drop hier hineinziehen. Dann werden die automatisch angelegt. Wir haben hier diese automatische Layout-Funktion, wo wir einfach immer schnell die Diagramme neu zeichnen können. Ich kann auch das Diagramm schnell speichern. Und das ist einmal so als Performance-Beispiel gedacht. Interessant, mit sich selber zu sprechen. Ja, das war jetzt quasi Cloud, also Enterprise Architect über ProCloud Server mit SQL Server verbunden. Prinzipiell das gleiche können wir auch machen mit einem direkten Zugriff auf das Beispiel. Ich habe hier vorbereitet einfach ein lokales File im Laufwerk C, Performance Test, gibt es die ERP-Datei. Ist genau das gleiche Projekt. Wir erzeugen auch hier zunächst einmal die entsprechende View. View Performance Test, a simple View. Wir erzeugen hier ein neues Diagramm, ganz normal ein Requirements Diagramm. Und auch hier lasse ich jetzt die Uhr wieder laufen von vorne voran. So, und ich werde jetzt gleich wieder dagegen messen. Ja? Ich nehme jetzt ein Requirement. 1, 2, 3, zack. Und das ist schon da. Also es war das gleiche, kann ich natürlich vergleichbar machen. Eigentlich eine Spur schneller, es ist einfach der Layer weg, aber es spielt eigentlich keine große Rolle. Das ist im Prinzip ziemlich gleich.
wir werden jetzt hier nochmal diese 8 Elemente hinzufügen. Es wird natürlich eine Schicht weniger sein, aber es spielt keine große Rolle. Nochmal, wir reden in einem, agieren in einem Repository, das über 8000 Elemente sehr wohl schon beinhaltet. Diagramme, dass wir ungefähr das gleiche tun. Nehme ich ein paar Elemente, sie sind Drag and Drop drauf, sie sind am Diagramm. Also ja, je nachdem, wie wir es gemessen haben, war das jetzt natürlich deutlich schneller logischerweise. Haben hier das aber es fehlt halt auch eine Leerschicht, das ist trotzdem keine besondere Relevanz. Das ist natürlich auch von der Bühne. Ja, so kann man sich beobachten, wenn man selber doof ausschaut. Aber das Spannende ist in Wirklichkeit, dass es möglich ist, ein Setup und ein Szenario zu haben, wo einfach die Architektur selber keine Bedeutung hat, auch die Menge der Daten nicht. Wir haben Kunden, die da mehrere hunderttausend Attribute und Elemente haben. Es ist meistens die Herausforderung mit Cloud-Services, die HTTP-Latenzzeit, irgendwelche Sniffer-Network-Protokolle, die da noch mitspielen. Aber jetzt in einem Server-Szenario, wo die Infrastruktur der Datenbank auf dem gleichen Server liegt, spielt das keine große Rolle. Ich könnte jetzt vielleicht noch eines ergänzen, dass wir hier in unserer Performance-Analyse vielleicht auch ein ganz großes Diagramm erzeugen. Wir nehmen hier also ein Element in einem großen Diagramm so, indem wir hier zum Beispiel einfach mal ganz mehr Elemente anlegen. Gibt es hier die Funktion hier Add Element to Current Diagram. Ich wähle mir aus dem Toolset der Requirements was aus. Und zwar nehme ich hier einfach ein funktionales Requirement. Und jetzt machen wir das, ist es 1, also zuerst tippen, dann reden. 1, 2, 3. Ja. Ich kann nicht so schnell tippen, wie das System das brauchen würde. 4. Wir erzeugen auch immer automatisch gleich das Element. Also ich finde, dass es ziemlich responsiv ist. Jetzt können wir auch noch sagen, okay, jetzt haben wir hier die Diagramme alle erzeugt. Ich lasse sie wieder automatisch layouten. Dann sind sie standardmäßig hier drüben angereicht. Kann man auch ein anderes Layout dafür verwenden. Also ich kenne ein Eclipse-Layout, dann haben wir alles im Kreis angeordnet. Oder Box-Layout. Dann sind die alle entsprechend schön ausgerichtet. Also es spielt eigentlich keine Rolle, wie viele Daten wir haben. Die Frage ist, wie lange dauert es, wenn ich jetzt ein neues Element auf ein großes Diagramm erzeuge. Vielleicht doppeln wir jetzt einfach mal alle Daten und alle Elemente, die wir haben. Ich nehme einfach jetzt alle, Ctrl-C, habe es im Speicher und dann gibt es Ctrl-Shift-V. Und hier kann ich einfach alle Elemente erneut einfügen. Das kann ich auch jetzt öfters machen. Ctrl-A wie alle, Ctrl-C, Ctrl-Shift-V. Wir fügen einfach alle Elemente nochmal ein. Jetzt haben wir schon ein ganz schön großes Diagramm. Ich mache jetzt hier mal ein Box-Layout zum Beispiel. Also nur die markierten sind in dem Fall nicht so geschickt. Ich mache mal ein Box-Layout für alle. Dann habe ich halt jetzt irgendein Diagramm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Mit entsprechend vielen Elementen, die auch alle hier angelegt sind. Es gibt, glaube ich, ein Skript, mit dem man sie jetzt einfach nachziehen könnte. Das Spannende ist, wie lange dauert das jetzt auf ein großes Diagramm, Elemente anzulegen. Ich messe hier nochmal nach, ein Requirement dazufügen, nicht spürbar. Ja. Und es ist auch völlig egal, ob das im SQL-Server ist oder nicht. Es ist einfach sehr ein Handy-Umgang mit dem Enterprise-Architekt. Mir gefällt es, ich komme gut damit zurecht. Wenn es Herausforderungen gibt in Ihrer Infrastruktur, dann am besten auch mit der IT-Abteilung reden, was man da machen kann. Dass es einfach einen bevorzugten Kanal gibt oder was auch immer, damit Enterprise Architect sich auch so performant verhält, wie sich die das gerne wünschen. Wie gesagt, ein Werkzeug, meiner Meinung nach liegt es nicht. Man kann das sehr gut navigieren. Es gibt den Controller dazu, es gibt Verhaltensdiagramme. Alles, was man sich so vorstellen kann, fühlt sich einfach smooth entsprechend an.
Vielen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, dass das Video Ihnen gefallen hat und Ihnen Chancen gibt, zu erkennen, dass es durchaus eine extrem hohe Performance mit Enterprise Architect gibt. Vielen Dank.